herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar, ihr Lieben, ich habe heute zwei ganz tolle Themen, die ich mit euch bearbeiten möchte oder besprechen möchte, behandeln möchte, wie auch immer. Und ja, ich freue mich richtig da drauf. Und zwar wissen vielleicht die ein oder anderen, dass ich mir ja ein Heaven and Earth Design gekauft habe und da jetzt auch gerade dabei bin, das vorzubereiten. Da gibt es dann aber nochmal ein separates Video, darum soll es heute nicht gehen. Aber ich schaue auch im Moment ganz viele Stick mit mir, mit Heaven and Earth, und viele benutzen halt einen Stickrahmen. Und ich würde so gerne beidhändig sticken und habe lange überlegt, was nehme ich denn? Was soll ich denn für einen Stickrahmen nehmen? Ich weiß, die liebe Honigrosa, die schwört ja auf ihren Lovery Stand, heißt das, glaube ich. Aber das ist nicht so das, was ich suche, denn ich sitze jetzt nicht auf der Couch und sticke, sondern ich sitze am Tisch und stick. Und wenn ich auf der Couch sitze, habe ich es auch immer in der Hand. Ich hatte es ja bis jetzt sowieso immer in der Hand. Also ich sticke eher am Tisch, und dann habe ich auch noch was gesucht, wo ich euch halt auch gut mitnehmen kann, wo ich quasi mal mit euch einen Stick mit mir oder sowas machen kann. Und ja, dann habe ich halt mal so ein bisschen rumgesucht und habe dann auf Amazon einen Stickständer gefunden. Und der ist jetzt angekommen. Tada! Das ist das gute Stück. Ich drehe es mal auf die andere Seite. Vorhin habe ich mir die Adresse noch nicht weggemacht. Ja, und diesen möchte ich mit euch auspacken und aufbauen. Und zwar ist es ein Stickständer, der relativ groß ist. Also ihr seht jetzt das Paket. Ist relativ groß, ziemlich länglich, und in der Mitte kann man dann seinen Rahmen einspannen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt alles so hin. Ich habe mir das Aufbauvideo kurz angeschaut, das auf Amazon gezeigt wird. Es scheint nicht ganz so schwer zu sein. Ich denke, das kriegt man vielleicht hin. Wenn nicht, werde ich es in aller Ruhe machen und dann geht es weiter mit dem Video. Aber ich denke, wir können es zusammen aufbauen. Und zwar heißt der Stickständer, heißt Guava Stickständer. Also Guava, ich schreibe es euch vielleicht hier hin. Ich verlinke es euch auch gerne unten in der Infobox. Schaut mal, da ist noch ein kleineres Paket drin. Ganz schön ausgepolstert. Hoppla, jetzt habe ich euch auch noch verdreht. Sehr gut, aber dann ist es nicht so ein Riesenteil. Das ist, bin ich eigentlich irgendwie froh. So, da haben wir dieses Stück. Machen wir mal auf. Ich glaube, das war es schon. So. Und zwar ist der aus Buchenholz. Ich habe auch ein bisschen was gesucht aus Natur. Ich mag ja gerne Holz. Oh, was ist hier drin? Denke ich mal, die Aufbauanleitung. Ah ja, hier ist die Aufbauanleitung. Da bin ich jetzt mal gespannt. Auf Englisch, aber das kriegt man hin. Bilder sagen ja mehr als Worte, sagt man. Und ja. Da würde ich sagen, also so sieht das Ding aus, wenn es fertig ist. Und man kann das 360 Grad drehen. Natürlich, denke ich, kommt es darauf an, wie groß der Rahmen ist, ob das da unten hängen bleibt. Wir schauen mal. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ja, dann packen wir mal alles aus. Oh, ich bin aufgeregt. Ich freue mich jetzt, dass ich dieses Teil habe, weil ich so gerne zweihändig sticken möchte. So, ist relativ schwer. Also ich glaube, das Produkt wiegt, glaube ich, 1,4 Kilo, wenn ich das richtig gelesen habe. So, Polsterfolie kann weg. Oh. Also, dann haben wir die verschiedenen Teile. Ah ja, sind nicht so viele Materialien. Jetzt schauen wir mal uns das mal an. Ist da auch... Ja, der Schraubenschlüssel ist mit dabei. Sehr gut, das wusste ich jetzt nicht. Ist er nicht immer dabei, also bei Aufbaumaterialien. Ich denke, das wird gar nicht so schwer werden. Also hier diesen...
ich weiß gar nicht, wie man es nennt, nochmal so diesen, also diesen Schlüssel halt. Imbusschlüssel. Imbusschlüssel ist, glaube ich, ja, genau. So. So. Also als erstes müssen wir, soviel ich weiß, die Füße dran machen. Und zwar kommt hier die Schraube rein. Also so rum. Warte mal. So ist die Falz. So. So rum. Und der, diese Markierung kommt sicherlich hier nach innen, weil da kommt der und nach außen ist. Also ist ein durchgehendes Loch hier. Also dann machen wir das mal hier nach außen und dann kann man das hier so verschieben. Genau. So habe ich das auch verstanden. Also, hier sieht man durch. Und da kommen diese Schrauben, denke ich, rein. Achso, ihr seht ja gar nichts. Entschuldigt. So. Schraubt man das mal fest. Ah, das kann man sich, also wenn man, das muss man dementsprechend, wie man es halt möchte, muss man sich das einstellen. Das heißt, ich lasse es jetzt mal noch ein bisschen locker oder ich mache es jetzt einfach mal, ich weiß nicht wie, das muss ich dann mal gucken. Also je nachdem muss man sich das immer wieder verändern, je nachdem wie groß der Rahmen ist, in dem man stickt. Also, dann kann man sich das verstellen. Ich lasse es jetzt mal so und dann machen wir das auf der anderen Seite genauso. So. Hier sind noch Unterlegscheiben, aber die Unterlegscheiben weiß jetzt auch nicht, wo man die benutzt. Hier aber nicht, weil hier, also hier sehe ich keine. Wartet mal, muss man ins Licht. Doch, hier sind, glaube ich, da können noch Unterlegscheiben drunter. Kann ich eine wieder abmachen. Also, jetzt machen wir hier. Das ist abenteuerlich. Aber ich bin auch immer für Learning by Doing, so wie es die Sabrina immer so schön sagt. Gell? Ja, und so, jeder hat ja mal, also. Ich habe ja auch schon einige Möbel aufgebaut bei uns in der Wohnung. Das kriege ich hin, da werde ich sowas auch noch aufgebaut bekommen. Also genau, hier war mich die Unterlegung. Und jetzt ist es auch schön fest und jetzt mache ich mich auch noch die Unterlegung. Mache ich das nochmal raus? Na? Ich bin gar nicht im Bild, gell? Sorry. Also ich baue nicht oft hier vor der Kamera irgendwas auf. Kriege ich das schon so raus? Nee. Mit dem lässt sich es echt blöd schrauben. Jetzt. Hier auch die Unterlegscheibe. So, jetzt aber. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. So.
Zack, jetzt steht das Ding. Perfekt. Yeah. So, und dann steht hier, es ist jetzt abgestürzt. Wartet mal. So, da bin ich wieder. Da ist nur das eine runtergekullert. Jetzt brauchen wir die hier. Jetzt haben wir ja den Schritt hier gemacht, die Dinger dran geschraubt und jetzt kommen die hier. Und zwar, aber es ist echt schön. Sieht gut aus. Auch schön gefräst. Keine, manchmal hat man ja auch so, dass es so ausgefranst ist. Und so, ich denke, so rum, unten dann so. Genau. Und dann schraubt man das hier drauf. Flipp. So. Das machen wir auf der Seite auch. Ach, andersrum. So. Und dann kann man das nicht hier so drehen. Ein bisschen lockerer machen. Dann kann man mich den Stickrahmen nicht so drehen. Genau. Jetzt nehmen wir dieses Teil. Das kommt dann hier so unten drunter. Und da kommt dann das hier rein. Und je nachdem, wie groß halt, wie breit halt der Rahmen ist, kann man das hier unterschiedlich einstellen. Ja, und dann haben wir es schon, ist schon zusammengebaut. Das ganze Hexenwerk. Super. Mach's mal ganz zu. Und dann kann man den hier auch so drehen, den Rahmen. Und das war's schon. Jetzt hole ich mir mal meinen Rahmen her. Ich habe mir schon was vorbereitet. So ist der jetzt natürlich ein bisschen klein hier. Das heißt, wir müssen das hier nochmal. Oh. Ah, guck mal. Ich habe das eines. So können wir das jetzt aufmachen. Jetzt kann ich mal gucken. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere von euch so einen Ständer. Okay, dann kann ich das jetzt hier so festschrauben. Ja, gut. Und das schiebt man noch ein bisschen vor. Das ist nicht ganz locker. Mich ganz und dann machen wir hier noch mal die Nadel, machen wir vielleicht mal da reinpiksen noch mal. Ich habe mir mich schon markiert, wo ich anfange, weil wir fangen jetzt nämlich gleich was an zu sticken, aber davor möchte ich euch noch ein bisschen was erzählen. So, genau. Beziehungsweise hier. So. Dann ist es hier fest eingespannt. Und dann kann ich mir das auch so ein bisschen schräg machen, damit ich es halt, wenn ich jetzt hier sticke, ich setze mich jetzt mal hin. Und dann guck mal meinen Stuhl hier. Ah ja, ich glaube, das ist richtig gut. Ah, nein, da muss ich von hinten. Das heißt, ich muss mir das ein bisschen weiter vorziehen. Aber so, dass ihr das jetzt halt noch seht. Dann kann ich mir das auch hier festziehen. Und kann dann hier. Muss ich mal noch gucken, wie das ist. So, nee, das ist zu eng. Ich muss von hinten, aber ich würde es dann eben weiter zu mir rannehmen. Und dann kann ich hier so sticken. Ach, cool. Ja, sehr cool. Also, das war einmal der Muafa Stickständer. Also wie gesagt, wir haben hier
36 Grad. Also wir können einmal ringsrum, kommt natürlich darauf an, wie groß der Rahmen ist. Also ich glaube, die Länge, das kann man mal ausmessen. Ich habe jetzt aber gar kein Lineal, kein Ausziehlineal da. Wir können es aber mal so abmessen. Und zwar Standard ran bis 58 cm. Also das sind 40 hier. Bin ich hier überhaupt im Bild? Ich muss mal kurz gucken. Also hier sind 40 cm. Dann gucken wir mal. Ja. Auf jeden Fall 48. Also das stimmt, 58 cm bis zu einem 58 cm großen Reifen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier ein Q-Snap reinpasst. Ich habe ja keinen, also ich habe nur so einen ganz kleinen. Das müsste ich ausprobieren. Was auf jeden Fall, wenn ich jetzt mit dem Q-Snap sticken wollte, könnte auch mein Mann sicherlich hier die Schrauben austauschen und längere Schrauben reinmachen. Also mein Mann würde mir da bestimmt auch helfen, wenn ich das jetzt ins Q-Snap benutzen will. Aber ich finde, es ist super, wenn ich jetzt wirklich einen Stickrahmen habe mit 50 cm. Ich glaube zwar, ich habe zwar nie so einen großen, aber man weiß ja nie, ne? Und die Höhe ist auch echt angenehm zum Arbeiten. Was ich mich nur frage ist, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rahmen habe, der ein bisschen, also müsste ich halt ganz runter machen, aber wenn ich jetzt hier oben sticke, ja, das würde vielleicht auch gehen. Würde schon auch gehen, glaube ich. Ich teste es jetzt einfach mal, probiere da mal ein bisschen rumzusticken damit. Und genau, und die Höhe, die Breite hier ist 12,5 cm und die Höhe sind 18,5, also die Höhe der Halterung. Ja, also für mich schon mal gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Macht schon mal einen guten Eindruck. Wir werden es jetzt nachher gleich mal austesten und ausprobieren. Aber jetzt stelle ich das erstmal hier auf die Seite. Vorher möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar ist es so, ich habe auf Etsy einen Stitch-Along entdeckt. Und zwar bei der Händlerin, bei der ich auch schon zwei Anleitungen gekauft habe. Und die macht ganz, ganz tolle kleine Stickvorlagen. Und da habe ich das entdeckt und ich habe gedacht, weil ihr auch gerne auch an so Stitch-Along teilnehmt, informiere ich euch über diese Aktion. Weil die liebe Stick-Liesel auf YouTube hat ja euch auch den Stitch-Along gezeigt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das ist genau, aber schaut gerne bei ihr auf dem Kanal vorbei. Und da kann man sich jetzt gerade anmelden und ich habe da die Kommentare gelesen und voll viele haben Lust darauf. Also, und ich habe das entdeckt, wie gesagt, auf Etsy, weil ich mal wieder unterwegs war. Eigentlich wollte ich gefärbten Stoff kaufen, aber dann bin ich da hängen geblieben. Und zwar ist das die Händlerin Stitch by Soul. Und die macht ganz, ganz tolle Anleitungen. Und das ist dieser Stitch Along St. Valentin's Day. Das sind 16 Anleitungen. Man bekommt aber nicht alle 16 Anleitungen. Aber man könnte sie bekommen. Und zwar ist es so, das steht auch nochmal hier in den Produktdetails. Es läuft schon, glaube ich, seit einer Woche ungefähr läuft es. Es geht 2 Monate und sind 16 Muster. Und Ende des Stitch-Alongs ist 13. März. Also es ist so, man kauft eine Anleitung für 4,14 Euro und stickt die mit oder ohne Rückstich, schickt ihr dann eine Mail mit Foto oder ich weiß nicht, ob es auch geht auf Instagram. Ich glaube, vielleicht kann man sie auch auf Instagram taggen. Auf jeden Fall, hier steht hier, dass man ihr eine Nachricht schicken soll mit Foto und dem fertigen Projekt. Und dem nächsten Tierpaar, das man gerne sticken möchte. Das heißt, man kriegt immer ein Tierpaar nach dem anderen. Man kriegt nicht gleich alle 16 Stück, sondern nur so viel, wie man auch wirklich schafft. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache da mit, aber irgendwie doch gar keine Zeit habe und ich schaffe nur ein Pärchen, dann kriege ich halt nur eins oder maximal zwei. Wenn ich das eine geschafft habe, kriege ich ja vielleicht noch eine Anleitung, ne?
Und es gibt da ganz, ganz tolle Motive. Die sind so, so zuckersüß. Also es ist halt an den Valentinstag angelehnt. Und die Tierpärchen, das sind halt Tierpaare, genau. Und hier stehen auch immer die Maschenanzahl und alles weitere. Also findet ihr alles hier beschrieben. Genau. Und dann wollte ich euch jetzt mal die Tierpaare zeigen. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen ran und dann schau mal hier. Warte mal. Hier steht nochmal die Info. Ja, hier fängt es an. Also, hier haben wir einmal hier so Waschbären, voll süßens. Hier Hasenpärchen, ein Leopardenpärchen, Gänsepärchen. Dann die sind so aus. Oh, hoppla. Ah ja, noch besser. Guck, jetzt können wir es uns nochmal anschauen. Und zwar haben wir einmal hier diese Süßen, die haben wir ja gerade angeschaut. Dann hier die Panda-Bären. Und das sind so Hunde, denke ich mal. Hundepärchen. Die Eulen, die sind auch total niedlich, oder? Kakadu. Marienkäfer. Fuchspärchen. Oh Gott, das ist süß. Das finde ich auch so herzig hier. Diese Schildkrötenpärchen mit dem Liebesbrief in der Hand. Gott, ist das süß. Flamingo. Dann hier die Mäuse oder Ratten. Die Igel, die sind so goldig. Das habe ich gewählt jetzt als erstes. Die Igel, weil ich die so goldig finde. Dann Katzenpärchen. Dann haben wir hier, weiß gar nicht, wie die heißen. Aber auch ganz süß. Ja, und hier steht alles dran. Tukans, genau. Katzen, Flamingo, Schildkröten, Igel, Hedgehog, Opossums, Füchse, Marienkäfer, dann die Flamingo, die Eulen, Geese, Gänse, Leoparden, Gorki, weiß ich nicht, Pandas, Rabbits und genau. Also total süß. Echt. Und wie gesagt, also ich finde es richtig, richtig toll. Diese süßen Tierbabys. Ich verlinke euch natürlich den Link zum Shop und zu der Information, die ihr braucht, unten drin. Und ich finde 4,14 € ist doch wirklich nichts. Und so ein kleines Motiv hat man, denke ich, auch schnell gestickt. Genau, jetzt kommen wir zum nächsten. Ah, schaut mal, es geht sogar noch einmal so durch. Die Schildkröten sind so cool. Lieblich, echt. Kommt das jetzt nochmal? War das hier? Ja. Nee, kann man nicht anhalten. Ich habe gedacht, wenn man draufklickt, kann man hält es vielleicht an. Super süß. Super süß. Ja, und genau. Ich habe mir, wie gesagt, diese Igel rausgesucht. Da habe ich schon einmal die PDF. Und hier es ist auch die Designerin Olga Ivanova. Und das, die Igel sind, da haben 77 mal 53 Stiche und 17 Farben und eine Blenderfarbe. Genau, das sind diese weißen Farbstriche, denke ich, hier im Links, das ist die Blenderfarbe. Und zwar ist es so, sie empfiehlt hier 14 Count, 16 oder 18 Count. Ich habe jetzt echt lang überlegt, 14 mal, also so wird es grob, bei 14 Count wird es 14 mal 10 cm, bei 16 Count 13 mal 9 cm, bei 18 Count 11 mal 8 und ich stecke es auf 25 Count. Ich stecke jetzt das erste Mal auf 25 Count. Ich habe zwar noch 14 Count, ich habe aber keinen 16 und keinen 18er Count da. Aber ich habe noch so viel 25er Count. Deswegen habe ich gedacht, ich stecke es jetzt auf 25er Count. Und jetzt habe ich hier geguckt bei meinem, ich habe einen, wie nennt sich das? Ja, hier, Canvas Calculator. Und zwar, den habe ich kennengelernt von der lieben Stickliesel. Die hat da ein Video gemacht und da kann man genau den
durch die Stiche errechnen, wenn man angibt, wie groß, dann wird groß das Motiv wird. Und ich habe bei 25er Count wird mein Motiv 7,82 cm mal 5,38 cm. Und deswegen habe ich auch diesen kleinen Stickrahmen. Weil ich habe gedacht, ich wollte nur so kleine Stickstücke, damit ich halt, wie sagt man, nicht so, ich wollte es in so einer in so einem Rahmen reinmachen dann alle. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt nicht so groß, ich stick das jetzt mal. Wenn mir das zu klein ist, dann wechsle ich vielleicht auf 14 Count und guck mal, wie es da rauskommt. Also 14 Count habe ich auch noch ein bisschen was übrig. Notfalls muss man halt noch was nachbestellen. Ja, genau, so viel dazu. Ich verlinke euch, wie gesagt, alle Informationen unten. Und ich habe mir schon, ach, was ich euch noch zeigen kann, was ich auch voll toll finde bei der Anleitung. Und zwar, sie gibt hier auch an, wie viel Garn man von jeder Farbe braucht. Das heißt, 1 Meter Länge, 1,6. Das finde ich auch super, weil wenn man zum Beispiel Restbestände hat und man braucht hier nur 20 cm von einer Farbe, finde ich super. Ist jetzt natürlich bei mir anders, weil ich natürlich, wie sagt man, weil ich, auf 25 Count sticke. Und da brauche ich, aber ich nehme eher aus meinem Stash. Und hier habe ich auch noch eine Anleitung, die ist auch von ihr. Da wollte ich nicht hin. Und zwar ist es dieser süße Drache. Ich habe noch einen Drachen, den habe ich bloß noch nicht reingeladen. Und das ist ein Design von Nadezhda Casarina. Ich habe den, vielleicht kennen die Drachen schon ein paar. Die hat ganz viele Drachen im Eis, im überall. Warte mal, wir können mal auf Etsy gehen. Da finden wir das vielleicht von ihr. Gehen mal kurz, dann kann ich euch das mal zeigen. Sie hat ganz, ganz tolle. Ich bin schon in ihrem Shop. Aber ja, das ist jetzt ihr Shop. Also ihr könnt ja mal gucken. Ist das nicht auch süß, das mit den Hasen? Also man kann auch, wenn man sagt, man möchte an diesem Stitch-Along nicht teilnehmen, kann man sich diese Patterns auch, also diese Anleitungen auch kaufen. Also man muss das nicht, muss da nicht dran teilnehmen, um daran um an die Anleitung zu bekommen. Genau, was sind meine Einkäufe? Ja, den hier habe ich mir noch, den habe ich mir noch gegönnt. Den fand ich auch so schön. Dieser Drache, der um dem Leuchtturm liegt und hier das Segelschiff, diese Muscheln. Und dafür wollte ich halt gerne gefärbten Stoff kaufen für die zwei Drachen. Ich habe gedacht, diesen Drachen hier mit so blauem Stoff und dann habe ich ja noch den anderen Drachen. Und den wollte ich gerne mit violetten Stoff. Genau, und zwar gibt es hier mal ein Beispiel. Ja, das ist, ich möchte es aber auch gerne so ein bisschen marmoriert, so wie der andere, also in der Blau. Und da habe ich ein bisschen Stoff gesucht, aber ich bin noch nicht fündig geworden. Vielleicht habt ihr ja da auch eine Adresse, wo man vielleicht gut gefärbten Stoff kaufen kann. Ich habe mal auf Facebook gefragt und ich glaube, da gibt es bei Fahrtenkunst oder Fahrten, oh, fragt mich nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall, die hat super schöne, tolle Anleitungen. Gerade die Drachen sind sehr beliebt bei ihr, glaube ich, weil die sehe ich immer, die werden mir immer angezeigt oder weil ich sie jetzt halt oft angeklickt habe. Oh, seht ihr mal, das ist so süße Designs hat die. Ganz toller Shop. Also ihr könnt da mal einfach mal reinklicken in den Shop bei ihr. Genau. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, ich hole mir mal, ja genau, hier gibt es das zum Beispiel, dieses Set und das kann man auch kaufen für 4,14 Euro, also einzeln. Ja, okay, da so viel dazu, jetzt ist es gleich wieder hell. Ja.
Und dann würde ich sagen, ich hole mir mal hier meine neuen Stickstämme. Und vielleicht baue ich euch ein bisschen um, damit ihr das besser sehen könnt, wie ich da sticke. Mal gucken, ich habe hier eine neue Ding. Vielleicht kann man das nicht damit ganz gut. Hier kann man so könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen, gell? Kann ja noch ein bisschen ranzoomen. Dann seht ihr noch mehr. Oh Gott, ich habe noch nie vor der Kamera, noch nie Kreuzstich gemacht. Perlenstichen habe ich schon. Hier, ja, ihr seht es ganz gut, gell? Und zwar brauchen wir jetzt natürlich noch eine Nadel. Die hole ich mir ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Faden habe ich mir schon rausgesucht. Und zwar fangen wir mit diesem Faden an. Ich mache mir kurz noch meinen Pattern Keeper auf und die Anleitung. Den stelle ich mir einfach hier so nebendran. Und dann können wir gleich mal zusammen lossticken. Ja, das Video wird jetzt ein bisschen länger, aber ja, schaltet jetzt einfach so. Aber ich glaube, euch gefallen ja lange Videos. Kann man nebenbei auch ein bisschen sticken und zuhören und zugucken. Genau, so. Da habe ich. Und zwar möchte ich gerne die 907 ist dieses Garn hier. Und zwar, das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich auf 25 Count stick. Ich stick jetzt 1 über 1, würde ich sagen. Und ich mache mir jetzt einfach mal, hier habe ich so mein Lineal hier. kann man hier gut abmessen hier drauf. Mal so eine Länge, machen wir mal 50 cm mache ich jetzt einfach mal so, zack. Ich denke, 50 cm ist eine gute Länge. So. Ja, und dann teilt man sich das, ich zoome es mal kurz nochmal raus. Dann teilt man sich das Garn hier, und wenn es heißt 1 über 1, dann, und zwar hat dieses Garn 6 Stränge. Wie ihr sehen könnt, 6 einzelne Fäden, die miteinander verzwirnt worden sind. Und ich ziehe jetzt einfach einen Faden raus. Und das hier lege ich mal zurück. Dann habe ich den Faden. Ich hole jetzt noch eine Nadel, eine Sticknadel, und dann kann es gleich losgehen. So, Nadel ist am Start. Dann ziehe ich mal hier meine Mittel. Da habe ich mir markiert, wo die Mitte ist. Eigentlich wird es, das sind ja 20 Kästchen. Eigentlich für dieses Motiv geht hier so und so. Also es wird gar nicht so groß. Achso, ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Also hier dieses und dann bis hier runter. So lang wird das Stück. Also es wird gar nicht so groß. Ich muss jetzt einfach mal schauen, wie es rauskommt. Zoome ich euch mal wieder ran. Ich habe mich das Licht ein bisschen angemacht, damit ihr mich besser sehen könnt und ich es auch besser sehen kann. Und jetzt ist es jetzt so, jetzt sticke ich ja auch einfädig. Jetzt muss ich noch mal überlegen, wie das war mit dem Ansticken. Also. So. Das ist mein erster Stich. Also warte mal, ich wollte jetzt hier so. So. Und dann hält man das, glaube ich, fest. Hoppla. Also nochmal. Fängt ja schon mal. Oh, bin ja gar nicht im Bild. Entschuldigt. Also, ich habe jetzt hier einfädig. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Honigrose hat es gezeigt. Sticke ich jetzt erstmal. Irgendwo hängt es hier. Oder? Ja.
denn tun, bin ich da am Stoff hängen geblieben. Jetzt habe ich sie doch rausgezogen. Irgendwo bleibe ich da immer am Stoff hängen. Menno. Also nochmal. So. Jetzt. Genau, jetzt hebe ich das. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Ja, entschuldigt, das ist es wirklich jetzt das erste Mal. Ach, das ist da so ein bisschen geknittert. Deswegen hängt es da an der Stelle. So. Und ich glaube jetzt ist der Faden vernäht. Ich glaube, jetzt kann ich es abschneiden. Ich hoffe, dass es jetzt nicht aufgeht. Jetzt schneiden wir einfach den Faden mal ab. Wir sehen es ja dann, ob es aufgeht oder nicht. Und halt, hier will ich. Schneiden wir das mal ab. Das löst. Sieht da was gelöst? Nee. Aber irgendwie sieht das nicht aus wie ein Kreuz. Da ist auch irgendwas. Ich stecke jetzt mal weiter. Also. Ach, da bin ich rausgekommen. Oh, hoppla. Doch, unten drunter, der Faden ist fest. Super. Ich habe es jetzt gerade gesehen. Das heißt, ich muss hier oben drüber. Also, ich stecke jetzt gerade die Wiese. Ich stelle mich an wie einer, der noch nie eine Sticknadel in der Hand gehabt hat. Aber das ist, weil ich jetzt auch einfach mal ausprobieren muss, wie das hier funktioniert. Und ich wollte halt euch da auch dran teilhaben lassen. Ich glaube, wenn ich halt jetzt die Kamera noch ausmache, wird es entspannter. Ja. So. Ah, ist schon cool, so mit zwei Händen zu sticken. Also es macht schon Spaß. Auf jeden Fall kann man gar nichts sagen. Gefällt mir. Ihr könnt mir ja mal verraten, warum hängt ihr jetzt einen Faden runter? Hängt ihr jetzt den Faden ab? Ich habe den doch abgeschnitten. Dubiös. Ich lasse das jetzt mal. Notfalls kann man den nämlich noch vernähen dann. Komische Sache. Ja. Ratet mir doch mal. Jetzt muss ich es wieder feststellen, damit es nicht herwackelt. Stickt ihr auch mit dem Stickrahmen oder seid ihr eher so freie Hand unterwegs? Das macht schon Spaß, so zweihändig zu sticken.
weiter hier rüber kommt, dann wird es besser, weil ich bleibe immer da an dem Stoffrest da hängen, da an der Seite mit meinem Faden. So. Halt. Bin ich rausgekommen. Das ist, weil man es noch nicht gewohnt ist, so zweihändig zu stecken, will ich immer von unten den anderen Faden holen, wieder mit der Hand. Ich denke, das ist auch angenehmer. Also ich habe gelesen in den Rezensionen, dass man da auch große Stoffstücke benutzen kann. Ich bin mal gespannt, wenn ich dann mein Heaven and Earth Design stecke, wie das dann wird. Aber sehr cool, macht Spaß. Macht echt Spaß. Gefällt mir. Ich habe auch noch nie gestickt und nebenbei gequatscht. Das ist für mich jetzt auch neu. Es gibt so eine amerikanische, nee, Philippinin, die heißt, glaube ich, Stitchy Dream oder so. Ich schreibe es euch da hin. Die macht zwar immer Musik und stickt, also die quatscht sehr wenig, also die quatscht nicht wirklich. Aber die hat so eine Whip-Parade gemacht und da hat sie alle ihre Projekte gezeigt, was sie alles am Sticken ist. Das ist pure Wahnsinn. Also wunderschöne Sachen stickt die. Und die macht halt ganz viel so Heaven and Earth, also Vollbilder. Und ganz, ganz tolle, Wahnsinn. Richtig schön. Also das ist so richtig meditativ. Manchmal, wenn ich dann stick, dann mache ich mir die an und stick nebenbei und schaut er ab und zu mal zu. Dann kommt dann so chillige Musik und oder manchmal kommt auch nur, dann hört man halt nur dieses Faden reinziehen und rausziehen vom Faden. Und ja, schon cool irgendwie. Ja, also wenn ich da jetzt mal nachher dann ein bisschen geübter bin, dann ist es vielleicht für euch auch angenehmer, wenn ich dann hier mal. Da habe ich mich jetzt aber versteckt hier. Oh, jetzt habe ich den Faden auch noch rausgezogen. Das wollte ich gar nicht. Der kommt wieder raus da. Also, ich bin hier jetzt. Hier wollte ich nicht rauskommen. Falsches Loch. Ich wollte mich hier unten rauskommen. Die untere Reihe. Ja. Eins weiter oben rausgekommen. Genau. Ja, das ist vielleicht auch eine ganz gute Übung, weil ich jetzt auf 25 Count stick, wenn ich dann mein Heaven and Earth Design anfange, weil den sticke ich ja auf 25er Count. Hey, macht echt Spaß. Toll. Wirklich, wirklich toll. Ich hab richtig Bock gerade drauf. Und ich finde, ja, so könnt ihr es doch ganz gut sehen, gell? Cool. Ja. Dann mal hier. Ich finde es halt auch cool, dass man das in Pattern Keeper übertragen kann. Man muss nur gucken, also das sind mehrere Seiten, weil ich auch Backstitch hat. Man muss dann ein paar Seiten rauslöschen,
damit das Design, der das übernimmt. Und man muss dann den Farbcode noch angeben. Oder man kann es auch grau hinterlegen, ist egal. Also wenn ihr wollt, dass man sieht, dass wie es farbig entsteht, dann könnt ihr eine Farbe hinterlegen. Jetzt habe ich das gemacht. Mal eins nochmal nehmen. Nebendran noch eins. Oder, das habe ich gemacht, sind ja nicht viel Farben, ich glaube 17 oder 18 Farben sind, hat das Design hier. Und dann könnt ihr da gut die Farbnummern kurz eintragen. Dann muss man ja auch nur einmal machen und dann hat man das ja. So, jetzt gehe ich hier hoch. Eins bleibt frei. Und das sind jetzt die Nadeln, wo ich euch gezeigt habe von AliExpress. Machen sie gut. Ich glaube, es sind 28er Nadeln, ja. Gehen auch zum Perlensticken, super. Machen wir hier nochmal. Schräg, jetzt machen wir das hier. Immer nur auf die Anleitung gucken, wie ich laufen muss mit meinem Faden, weil das so ein bisschen kreuz und quer ist. Jetzt kann ich überlegen, habe ich heute überlegt, wie ich das mache, dass ich das hier. Und die roten Linien, die gehen dann raus, also die sind auswaschbar. Muss ich dann ins warme Wasser legen und dann gehen die Linien weg. Den Stoff habe ich mir gekauft bei Stickstoff. Und schon länger her. Ich weiß nicht, ob das auch Easy Count ist oder ob das ob das anders da heißt, weil das ja 20 Zentim, 20 Cashless sind, aber wahrscheinlich, glaube ich, auch heißt es Easy Count. Von Zweigard, glaube ich, ist das hier der Stoff. Ja. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3, 1, 2 und 3, dann kommt hin, dann bin ich falsch. Dann kann ich hier neben dran 1. Neben dran 1, genau. Wartet mal, entschuldigt mal kurz. Ich muss ganz kurz mal markieren. Das hier habe ich. Das hier habe ich. Dann habe ich jetzt das hier. Das und das. Dann kommt hier neben eins. Ja, stimmt. Nebendran kommt eins. Das ist halt das Gute beim Pattern Keeper, dann kann man sich das schon mal markieren, was hat man alles gestickt, dass man dann nicht durcheinander kommt. Und dann ist man wieder auf Kurs. So. Und dann kommt ihr. Oben drüber. Ja,
Also ich finde es eine ganz tolle Sache. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch Bock drauf habt und da mitstickt. Und es gibt auch einen Hashtag. Ich schreibe euch den hier nochmal auf, wo ihr eure Projekte teilen könnt, wenn ihr da mitmacht. Und ja, dann sieht man auch die anderen und sieht, an welchen Motiven die stecken. Und so, das finde ich eigentlich ganz cool. Dann haben wir hier nebendran noch eins. Also manche sticken ja auch auf 28er Kauen. Das ist ja noch kleiner. Aber ich glaube dann, ich glaube, wenn ich auf 28er Kauen sticken würde, dann würde ich vielleicht im Ten Stitch, also im halben Kreuzstich sticken. Jetzt, ja. So. Dann haben wir das da. Fertig. Und dann können wir hier weitermachen. Ich mache jetzt gerade hier dieses 10er-Rasterfeld und dann denke ich, machen wir auch Schluss. Dann ist das Video lang genug. Ich glaube, es wird so eine Stunde gehen. Dann habt ihr ja ein bisschen was zu gucken gehabt. Bisschen Pleite, Pech und Panne, bis ich das aufgebaut hatte und alles. Aber ja, ich denke, jemand ist interessiert einen schon, gerade wenn man sich das vielleicht auch selber kauft. Aber es macht Spaß, ja. Also, wie gesagt, jetzt hier mit so kleinen Projekten ist ja super hier. Aber ich bin gespannt, wie es ist, wenn man mal größere Stickprojekte hat. Ob der dann genauso viel taugt. Oder. Hier drei Stück in der Reihe, dann kann ich das so machen, weil ich dann gleich unten wieder weitermache. Ja, es ist viel angenehmer hier so zu sticken mit zwei Fingern. Kommt mal viel schneller voran, als wenn man es in der Hand hebt immer. Aber ich denke, das ist auch einfach eine Geschmackssache. Ich freue mich jetzt, dass ich den Stickständer hier habe. Das habe ich hier gestickt. Oh, jetzt. So. Eins, zwei und drei haben wir gestickt. Und dann geht es rechts nebendran weiter. Und zwar sticke ich jetzt auch drei nach unten. Und dann können wir da wieder hochgehen. Es wird jetzt auch bald mal wieder ein Perlenstick-Video geben. Ich vielleicht sogar morgen gleich schon. Da habe ich auch ein paar Neuigkeiten zu erzählen. Für alle, die jetzt vielleicht zugucken, weil sie auch gerne Perlen sticken. Ich glaube, ich eins übersprungen. Zu weit oben eingestochen. Oder?
Ach, ich hätte hier noch eins. Ah ja, das können wir jetzt gleich machen. Ich war schon richtig. Ich war schon richtig hier. Schon richtig hier. Ich habe. Oh. Ja, ich habe hier eins vergessen, aber das kann ich jetzt hinsticken. Das macht ja nichts. Vorhin, als ich runtergelaufen bin. So. Und dann. Jetzt weiß ich nicht, was ich hier zusammengestickt habe. Zwischen hier. Na. Also ich ziehe es jetzt noch mal raus. Das stört mich jetzt ein bisschen hier, weil hier so Kuddelmuddel ist. Und ich weiß ja. Gestickt habe. Irgendwie hat sich das verwurschtelt. Irgendwie sieht das ja hier den Faden. Ich tue das mal entkuddeln. Ich würde sagen, ja, es wären jetzt hier eh nur noch zwei Stiche gewesen. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Video sagt. Ob euch das gefallen hat mit dem Sticken zusammen und auch zu dem Stickständer. Vielleicht hat ihn vielleicht einer von euch und kann da schon eine Beurteilung dazu schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.